So, Leute, Tourette in der Eisdiele, weil ihr alle rumgeheult habt, dass ich ständig kein Gewitter im Kopf mehr mir angucke. Schauen wir uns tatsächlich Gewitter im Kopf jetzt nochmal an, Leute, weil ihr einfach die ganze Zeit rumgeheult habt. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Hallo. Perfekt, ist wieder richtig, ist auf jeden Fall von der, also ist aber absolut vom Ton her top. Hallo, ich bin gar nicht da. Genau, wir werden nämlich heute mal Jan in der Eisdiele besuchen gehen, der arbeitet damit. Echt, ich arbeite da, das wusste ich nicht. Der arbeitet da nämlich für einen Tag. Und ja, Jan ist auch da, Freddy ist auch dabei. Ich weiß noch nicht mal, was ich mache, immer wenn ihr esst, bin ich da. Ja. Immer wenn wir ein Video mit Essen oder Challenges machen, so essen. Ja, man braucht so einen Quotenfettsack, ne? Da hat man halt natürlich dann Sturmwaffel an der Stelle für. Arschgeil. Ich finde das gut, ich mag das mit Essen assoziiert zu werden. Das passt doch. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal Jan besuchen, der wartet schon. Ist ja da schon lange am Arbeiten, ne? Ne, Jan steht hinter der Kamera, glaube ich, Leute, also. Ja, ja. Und sehen uns gleich drinnen wieder. Ciao. Desinfektion. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Hallo. Ich glaube, das sind Lisa und Lena. Hallo. Ja, ich habe gehört, hier gibt es das neue... Du kommst mir bekannt vor. Okay. Ich habe gehört, hier gibt es das neue Gewitter im Kopf-Eis. Ja, genau. Das ist ganz neu. Digga, da läuft es aber eiskalt den Rücken runter bei dem Cringe hier, Junge. Frisch angerührt? Genau, von mir frisch angerührt. Mhm. Sehr gerne. Dann warte ich kurz, dann setze ich mich noch kurz fest. Sitz! Die Hälfte von den Riegeln oder alle? Ja, oder alle. Dann machen wir eine Hälfte, machen wir hier rein. Ja. Ja! Perfekt, genau so, Bro. Lass das Papier ruhig dran, Digga. Man kann das Papier mitessen. Da sind ja die ganzen Vitamine drin, ne? Oh. Ja, ist alles raus. War schon mal sehr temperamentvoll. Ja, nein, 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 nein. Jan? Nein. Nein. Jetzt mal ganz ehrlich, wie esst ihr euer Kinder Bueno? Esst ihr das mit, esst ihr das mit Papier oder ohne? Also in meinen Augen... Das habe ich schon häufiger mit Braten... Mit oder ihr esst mit Papier. Ja, ist ja auch wichtig. Da sind ja auch, wie gesagt, die ganzen Nährwerte drin. Brattenfett gemacht. Okay, die muss jetzt klein schneiden. Ja, reicht das, wenn ich die einfach so hier schneide? Ja, ja. Ja, also, ja. Was besteht denn das Gewitter im Kopf, weißt du, ja? Das besteht aus Eis. Naheliegend. Achso, was ist noch? Also da ist Kinder Bueno drinne. Mhm. Mhm. Milch. Sahne. Zucker. Salz. Ganz viel Kinder Bueno. Salz. Salz auch, wenn du magst. Salz, Digga, eklig. Kinderblut. Ja. So, ich glaube, das reicht. Nein, das reicht niemals. Die brauchen wir für gleich. Ja, ja. So, mein Lieber. Das Ganze hier rein jetzt. Ja. So. Kinderblut. Genau. Oh. Was war das jetzt, was du da reingemacht hast? Haselnuss. Mhm. Muss das alles da rein? Alles rein. Alles okay. Ach, alle beide. Das ist Milch, ne? Das ist Milch, Sahne, Zucker. Unsere eigene Milchbasis, genau. Der Rest ist geheim. Da ist noch ein bisschen... Naja. Ja. Wie sieht das aus mit Laktose? Hast du nicht Laktose? Ja. Oh geil, das gibt gleich eine Sitzung im Büro. Oh, das ist ein Kollege von uns hier. Er hält uns echt gut, Mann. Einmal durchrühren. Genau, noch ein bisschen links. Digga. Jan, mach doch mal ruhig, Digga, wirklich. Willst du Vanille reinmachen? Schmeiß einfach irgendwas rein, Alter. Filter durch den Socken, Piss rein, Kack rein, Digga. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist, ne? Ist eine kranke Ansage. Aber man könnte einfach, also angenommen würde es zu einer schlechten Eisdiele gehen, ja, die nicht wie Ice Cream United sehr, sehr gut ist, sage ich nur, weil es Freunde von mir sind, weil Lukas Podolski mich bedroht und unter meinem letzten Bild du Hund geschrieben hat. Lukas, Grüße an dich, Dankeschön. Angenommen, ihr würdet zu einer schlechten Eisdiele gehen, ja? Ihr würdet nicht schmecken, ob da Pisse drin ist im Eis. Ich sag's so, wie es ist. Vielleicht habt ihr schon Pisse gegessen. Ich würde es euch nur mal so gesagt haben. Ist ja kaum Schoko drin. Stimmt. Und das passt, wenn man davon jetzt einfach so Süßigkeiten reinmacht. Ach, das geht schon. Jeder von Jams und Tims sind deine Kollegen. Das liegt daran, dass es alles Kollegen aus Köln sind, die gleichen Restaurants zusammen haben.
Ice Cream United und Mangal und so. Die sehen ganz interessant aus. Mhm. Ich mache auch nicht so viele rein. Also Bro, das ist eine absolut eklige Mischung, wirklich. Weißt du noch, was du jetzt alles reingemacht hast? Das macht gar keinen Sinn mit diesen komischen Dingern hier. Bah. Ja, doch, ich erinnere mich noch. Kannst du jetzt schon sagen, was dir so von dem... Das ist der Mixer! Ja, der ist so groß wie ein Presslufthammer. Das ist ja auch ein Presslufthammer. Normalerweise wird da Beton hergestellt. Ach, ne? Und vom... Stimmt. Und das vermutlich vorher rausholen, ne? Nein, das lässt du da drin und sollst du mit kaputt machen, du dummer Idiot. Ja. Hier drauf? Oder? Ja, ja, achso, ich dachte, ihr macht das echt auf der Erde. Nein, nein. Und dann, wie gesagt, einmal hier und einmal hier zusammen. Ah. Welches Eis dürfte es denn sein? Er macht's aber gut. Bis jetzt noch nirgendwo reingespuckt oder so. Ganz okay. Das ist. Ja, das ist. Ah, könnte Pisse sein. Ja, ich glaube nicht. Ciao. So. Oh, das ist jemanden glücklich. Das wäre die Gelegenheit für Kinder gewesen. Ja. Das ist aber auch nice, wenn man bei der Eisdiele ist und man kriegt noch so eine kleine Dance-Anlage. Fühle ich sehr. Ich tanze auch auf der Theke. Bitte nicht. Hallo. Was steht jetzt nicht? Er kann durch sein. Leute, glaub mir, man kann auch durch seinen Mund sprühen. Halt dein Maul, Revi. Jetzt kommt Wodka rein. Nein, zuerst der Wodka. Einmal umfüllen. Ja. Passt es da auch alles rein? Nein. Nicht? Okay. Das ist ja eine saudumme Frage, Jan. Du siehst doch, ob das reinpasst oder nicht. So ist voll, ne? Ja. Und jetzt wird Eis gemacht. Produziert. In dieser schönen Maschine. Und das kommt da jetzt einfach Bro, alles da rein. Also okay. Alles nicht. Guckst du, dass so bis die Höhe kommt. Ah, okay. Stopp. Einmal auf OK drücken. Und jetzt so. Fängt das an zu rotieren und dann wird es so gut um Eis. Und jetzt, mein Lieber, hast du Eis gemacht. Oh, cool. Wie lange dauert das, Körper? Nicer Scheiß. Wie lange dauert das? Das dauert 10 Minuten. Leute, wenn ihr wollt, dass es das Gewitter... Ja, Sturmwaffel hat sowas nicht, habe ich gehört. Ja, so eine Eismaschine kostet auch sehr viel Geld. Also ich weiß ja nicht, was Sturmwaffel damit soll. Ah. Doch, hier ist die Sturmwaffel-Schokolade, was sagst du jetzt? Ach, tatsächlich? Das filmst du bitte nicht. Auch wenn ich nicht 100% sicher bin, was da jetzt genau drin ist, bin ich ganz ehrlich. Jan hat das mit Liebe gemacht. Also da ist Kinder Bueno drin, Sahne, Milch, Zucker, eine Waffel. Wodka? Nee, ich glaube, der Schritt wurde übersprungen. Schade eigentlich. Flim. Ja, und Vanillesoße oder was ist? Nee, Zimtsoße. Ach ja, genau, Haselnusssoße. Mhm. Und Flim. Hm. Ja. Na. Ah ja, das sieht schon mehr nach Eis aus. Hm. Hallo. Hier gibt es Kinderblut. Perfekt. Also ich hätte gerne einmal das Eis Kinderblut und zweimal oben drauf. Ach, das passt schon. Einmal Pistazie in Becher, mein Lieber. Ja. So, hier einmal Pistazie. Ja, danke. Gerne. Ha! Nur die eine? Kokosmango. Okay, also es war einmal das hier, dann. Jan, also. Der Hitler. Na. Weiß ich jetzt nicht. Dreimal eine. Euro. 10,50 Euro bitte. So, wie lange dauert's noch? Was sagst du, schätzungsweise? Der Dai. Okay. Was sagst du? Ja, so 2 Minuten noch. Mhm, okay. Können wir mal gucken. Machi Machi. Ich würde wirklich gern wissen, wie dieses Eis schmeckt. Ich glaube aber, Bueno x Haselnuss geht gut rein, wa? Genau. Kannst du ja schon mal. Also soll das noch ein bisschen oder geht das? Geht noch. Okay. Nein. Jan, kann ich das nicht machen? Es gibt nur Kinderblut. Was willst du denn haben? Okay, ich mach den Kaffee. Ja. Bitteschön, Jackie. Freddy, freust du dich auf dein Eis?
Freddy Bus bauen. Da freut die Laktose sich. Gott sei Dank hat auch das mit dem Kopfrechnen an der Kasse funktioniert. Mathe ist ja nicht so meine Stärke. So. Vielen Dank. Sehr gerne. Wäre so wild, wenn Sturmwaffe sich jetzt einfach von oben bis unten voll kackt und voll kotzt und alles. Vielen Dank, da bin ich mal gespannt. Lecker. Ich lieb's, wie Freddy so tut, als würde irgendwas von Geschmack verstehen. Malakka. Das ist nicht so. Also wirklich richtig lecker. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, was ich gerade esse. Aber es ist wirklich lecker. Ich bin dafür, dass wir es einfach Jan nennen. Ach, fast wie mein provisorisches Klingelschild. Das erste Eis. Das Eis heißt einfach Gewitter im Kopf, Digga. Ich hätte gern einmal Gewitter im Kopf. Du frisst es, bekommst Tourette. Arschgeiles Eis. Gewitter im Kopf. Ja, ist schon nice, oder? Willst du auch ein Gewitter im Kopf Eis haben? Ja, bitte. Hier, Tim. Oh, danke. Gerne. Ja, voll lecker. Ich habe mir nur eine kleinere Portion genommen. Mhm. Echt? Es ist mega lecker. Oder? Es ist ein Überraschungspaket. Hast du ein Video so, von... So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Okay, Leute, das habt ihr gerade geschrieben. Hat, ja, das Eis von Jan. Sehr wild, Alter, will ich mir auf jeden Fall, also will ich auf jeden Fall haben, das Eis. Das esse ich jetzt 3-4 Mal. Kaufe ich mir definitiv, großer Fan. Machen wir so. Grüße geht raus an Gewitter im Kopf.